Hallo zusammen, herzlich willkommen in meinem Kanal. Mein Name ist Sarah und ich möchte euch heute wieder mal eine Perücke vorstellen, nämlich ein brandneues Modell aus der neuen City Collection von Beltress mit dem Namen Santa Barbara in der wunderschönen Farbe Milkshake Blonde R. Wenn ihr wissen wollt, wie lang sie ist, wie sich die Farbe zusammensetzt, was sie so für Besonderheiten hat, wie die Kappe von innen aussieht und wie sie mir gefällt, dann bleibt einfach dran und ich würde sagen, wir fangen doch gleich an. Die Santa Barbara aus der neuen City Collection ist ungefähr vor einer Stunde bei mir eingeflogen und ich konnte es kaum erwarten, sie auszupacken, anzuprobieren, die Neuigkeiten herauszufinden, wie alles aussieht und sich anfühlt und natürlich auch sofort dieses Video zu drehen, um sie euch zu zeigen. Ja, ich denke, alle, die Beltress lieben, haben sehnsüchtig und mit großer Spannung auf die neuen Modelle gewartet, der zwei neuen Kollektionen, die ja schon sicherlich seit einem Jahr angekündigt waren. Auf jeden Fall seit einem Dreivierteljahr, denke ich mal. Und ja, inzwischen ist es soweit, die ersten Modelle sind da und ich habe euch ja auch schon ein tolles neues Modell aus der Luxe Collection vorgestellt, die mir meine liebe Freundin Tina zur Verfügung gestellt hatte. Und heute habe ich mein erstes eigenes Modell aus der neuen City Collection erhalten. Ihr wisst ja vielleicht, Beltress hat diverse Modelle. Ich glaube, inzwischen sind es sogar schon 25 bis 30 Stück aus der Cafe Collection abgekündigt, die nicht weiter produziert werden. Und wo einfach noch die Restposten verkauft werden. Und die werden jetzt nach und nach durch immer neue und mehr Modelle der City Collection ersetzt, was meiner Meinung nach auf jeden Fall Sinn macht. Denn so schön diese Modelle optisch auch waren, hatten sie doch alle diverse, naja, Mängel wäre jetzt übertrieben, aber unschöne Details, die mich persönlich immer gestört haben. Ich habe es euch in jeder Review, in jeder Vorstellung gesagt, ob das die nicht erweiterte Lacefront war, die hier vorne diesen unschönen Übergang hatte, diese Naht, oder dass die Haare am Monoscheitel oder Monotop immer so extrem dicht geknüpft waren, oder. Und das alles haben sie jetzt mit der City Collection behoben. Und die neuen Modelle haben alle eine super tolle Ausstattung mit einer erweiterten Lacefront, einem tollen Monoscheitel, bei dem man nicht zupfen muss, der von Anfang an perfekt ist. Halleluja! Auf jeden Fall hat Beltress da, glaube ich, auf uns alle gehört oder unsere Wünsche erhört. Und dies umgesetzt. Die Kappe ist auf jeden Fall eine andere Kappe als das, was wir bisher von Beltress kannten. Sie fühlt sich auch anders an. Sie hat stärkere Stäbchen und stabilere Eartabs als die alten Kappen. Sie hat jetzt eine erweiterte Lacefront. Auch die Kappenkonstruktion sieht anders aus. Ich zeige sie euch nachher natürlich wie immer von innen. Und ich bin restlos begeistert. Und auch mit diesem Modell hier. Die Santa Barbara ist nämlich genau das, was ich mir erhofft hatte. Sowohl optisch als auch von der Farbe. Ich habe es mir fast gedacht. Das Milkshake Blonde R ist quasi Beltresses Antwort auf Raquel Welch's Shaded Biscuit, meine Lieblingsfarbe. Und ich würde mal sagen, die Santa Barbara ist quasi eine etwas längere Zwillingsschwester meines absoluten Lieblingsmodells ever von allen, also meiner Lieblingsperücke, wenn ich mir einfach das Modell aussuche, das ich insgesamt am längsten und am meisten getragen habe. Und zwar werde ich sie euch hier zeigen. Hallo. Ihr seht, die Upstage von Raquel Welch ist ein sehr, sehr ähnliches Modell oder umgekehrt. Die Upstage gibt es ja schon länger und die Santa Barbara hat einen sehr, sehr ähnlichen Schnitt wie die Upstage. Nur insgesamt ist sie
ein ganzes Stückchen länger als die Upstate oder auch die Big Time von Rucker Welch, die ja auch quasi beide so ziemlich identisch sind, wie ich euch demnächst auch noch zeigen werde. Ich habe die Review schon fertig, aber noch nicht veröffentlicht. Das kommt demnächst. Ja, Santa Barbara heißt dieses tolle Modell und es ist ein Shag, ein etwas längerer Longbob quasi mit vielen tollen Stufen, einfach wie ein herausgewachsener Bob sozusagen und genau das, was ich absolut liebe. Und mir ist aufgefallen, dass viele Modelle aus der City Collection sehr ähnlich sind, nur unterschiedliche Längen haben. Was ja gar nicht schlecht ist. Also einerseits könnte man sagen, naja, ist ihnen nichts anderes eingefallen. Aber andererseits, ja, kann man immer mal wechseln, hat quasi denselben Schnitt in unterschiedlichen Längen. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Und es kommen ja noch einige neue Modelle. Ich habe auch schon Bilder gesehen von den Modellen, die jetzt im Sommer und Herbst dann kommen werden aus der City Collection. Da kommt noch einiges und auch einiges wirklich sehr Schönes. Ich bin jedenfalls von der Santa Barbara restlos begeistert und habe überhaupt gar nichts daran auszusetzen oder zu meckern. Und die Details schauen wir uns jetzt an. Ja, ich habe es vorhin schon erwähnt, die neue Kappenkonstruktion von Beltress hat jetzt immer in der City Collection eine erweiterte Lace Front und einen Monoscheitel auf der linken Seite, der bis ganz nach hinten geht, wirklich sehr weit nach hinten und extrem toll geknüpft ist. Sie haben es endlich geschafft, wer hätte es gedacht? Und ich zeige euch das natürlich wie immer von nahem. Ihr seht hier die super tolle Lace Front, von der ich absolut begeistert bin. Ihr seht, sie ist perfekt geknüpft von der Dichte her, würde ich jetzt mal sagen. Sie ist nicht zu licht und nicht zu dicht. Und sie hat auch nicht mehr wie die bisherigen Modelle bei Beltress dieses dünne weiße Band. Es ist kein breites, aber sie hatten immer so ein dünnes Band mit den weißen Fasern hier vorne am Ansatz. Das war okay, aber hat mich jetzt auch nicht wirklich umgehauen. Und hier muss ich sagen, passt einfach alles. Die Lace Front sieht extremst natürlich aus. Ich muss sagen, mich erinnert die Lace Front an Modelle von Ellen Wille, die genauso gut gemacht sind und genauso aussehen. Wer weiß, ob es da nicht irgendwelche Kooperationen gibt, von denen wir nichts wissen. Dann ist die Lace Front, wie gesagt, erweitert bis hier runter in den Ear Tab. Und der Monoscheitel, wie gesagt, ihr könnt es hoffentlich sehen, ist super toll geknüpft, nicht zu dicht. Man kann durchschauen bis zur Kopfhaut. Es ist alles perfekt. Und ich habe es schon anfangs gesagt, die Eartabs hier sind deutlich stabiler. Das war bisher immer so ein bisschen eine lapprige Sache, sag ich mal, Beltress. Die waren ja okay, aber ja, die alten Kappen waren jetzt nicht so, haben sich nicht so gut angefühlt wie die neuen. Und es ist wirklich eine absolut tolle Perücke, tolle Verarbeitung und die super tollen Fasern von Beltress nach wie vor in einer deutlich verbesserten Kappenkonstruktion. Man könnte fast meinen, Beltress, Rucker Welch und Ellen Wille hätten sich zusammengetan und so ihre Highlights und besten Features ausgetauscht und alles in einem Modell vereint. Ja, dann würde ich vorschlagen, zeige ich sie euch gleich mal von allen Seiten und spanne euch nicht länger auf die Folter. Und nachher schauen wir sie uns natürlich auch noch draußen bei Tageslicht an. Und was sagt ihr zur Santa Barbara? Ist sie toll oder ist sie toll? Oder ist es einfach nicht euer Stil? Das kann natürlich sein. Ich bin, wie gesagt, absolut begeistert und liebe diesen Schnitt über alles. Und auch meine Freundin Silke, die sie natürlich zuerst gesehen hat, weil sie sie ja in den USA bestellt hat. Ich habe sie natürlich wie immer bei meinem Lieblings-Online-Shop perückenglück.de gekauft, wo ihr sie auch bestellen könnt. Und ich habe Silke gesagt, sie soll sie ruhig mal kurz anprobieren, wenn sie kommt und ein Foto machen. Ich war schon ganz gespannt. Und Silke ist genauso begeistert und bestellt sie sich jetzt auch.
Ja, die Kappe ist wie gesagt eine andere als bisher und ich würde mal fast behaupten, sie ist nicht mehr so groß wie die alten Beltress-Kappen. Es fühlt sich eigentlich an wie eine Kappe von Rucker Welch oder Ellen Wille. Sie sitzt perfekt, ich musste überhaupt nichts anpassen und ändern an den verstellbaren Bändern. Die Einstellung ist Standard, so wie sie kam und sie sitzt absolut perfekt. Und da die alten Kappen eher so ein bisschen groß ausgefallen sind, also nicht übermäßig groß, aber schon etwas größer, würde ich sagen, dass es definitiv eine neue Kappe ist, die Sie da verwenden. Ja, dann schauen wir uns jetzt noch die neue Kappe der City Collection von innen an. So, hier ist diese tolle neue Kappe von innen, die optisch aussieht wie eine Kappe von Rucker Welch. Hier seht ihr die Lace Front und man sieht auch schon hier, dass hier nicht so extrem viele Highlights hier vorne verwendet wurden wie sonst. Die super schön erweitert bis runter in die Tampen. Dann geht das hier nahtlos über in diesen tollen Lace- oder Mulo-Scheitel, der extrem weit nach hinten geht. Hier bis hinter den Wirbel quasi. Ihr habt also genug Platz zum Scheiteln. Dann hat sie, wie gesagt, die neuartigen Tampeln mit den verbesserten Stäbchen darin. Der Rest der Kappe ist auf Tressen genäht. Sie hat einen erweiterten Nacken und verstellbare Bänder mit Klettverschluss. Alles in allem eine sehr hochwertige, toll verarbeitete Kappe. Die Fasern sind nach wie vor, wie immer beim Beltress, aus den besten hitzefreundlichen Fasern am Markt. Und ich habe es schon bei meiner Vorstellung der Mew gesagt aus der Lachs Collection. Irgendwie fühlen sie sich fast noch weicher an als bisher. Ich kann auch sein, ich bilde es mir ein. Aber auf jeden Fall sind sie absolut umwerfend. Ich finde, es sind die realistischsten, am besten aussehendsten Fasern, Synthetikfasern am Markt. Und ihr wisst es, ich liebe und bevorzuge hitzebeständige Fasern. Ihr könnt alles damit machen. Ihr könnt sie glätten, wellen, locken rein, drehen etc. Und die Enden mit Hitze bearbeiten, falls die sich mal nicht mehr so gut anfühlen. Und ich persönlich finde, dass Beltress-Fasern nicht so stark tangeln und verknoten wie die von anderen Herstellern. Das kommt natürlich auch immer auf die Länge des Modells an. Aber auch meine anderen längeren Modelle von Beltress tangeln nicht so extrem stark wie die von anderen Herstellern. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die Perücke nach einem Tag anfühlt und trägt, dann solltet ihr nach meinem nächsten Video Ausschau halten. Und für alle Permatease-Hater da draußen, euch wird es freuen, wie auch schon in der Lachs Collection oder bei den neuen Modellen, die letztes Jahr herausgekommen sind, wie zum Beispiel der Mon Amour, die ich euch gerade erst vorgestellt habe, habt ihr absolut kein Permatease. Also hier ist wirklich, ich spüre überhaupt 0,0 Permatease. Nicht mal an den Seiten ist welches spürbar. Also sie haben wirklich bei den neuen Modellen komplett auf jegliche Art von Permatease verzichtet. Und ich finde, man sieht es auch. Es sieht extrem natürlich aus. Und die Haardichte ist ebenfalls sehr, sehr niedrig. Es fühlt sich super echt an, und einfach total natürlich. Also, keine Ahnung, wie sie das machen, mit nicht handgeknüpften Modellen und komplett ohne Permatease, dass die sich so gut und echt anfühlen und trotzdem sieht man kein Netz durchblitzen. Es ist einfach unglaublich. Ich kann nur sagen, bravo, Beltress. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch dieses traumhafte Blond draußen bei Tageslicht an und anschließend erzähle ich euch natürlich auch noch was zu dieser neuen Farbe. Und wie gefällt euch Milkshake Blonde R? Findet ihr nicht auch, dass es meiner Lieblingsfarbe Shaded Biscuit von Rucker Welch extrem ähnlich sieht?
Ja, schauen wir uns also kurz noch die Farbe an. Milkshake Blonde R heißt die Farbe und hat den Farbcode 12 19 23 plus 8, eine neuartige Variante der Farbcode-Zusammenstellung. Also bisher hat Beltress die Root immer mit einem R angegeben, jetzt mit einem Plus. Auf jeden Fall ist die Farbe sehr, sehr nah dran an Shaded Biscuit. Es gibt noch keine Farbbeschreibung dazu, aber schauen wir uns einfach kurz die Farbcodes an. 19 und 23 sind die identischen Farben, die auch in Shaded Biscuit vorkommen. Und die 12, die hier noch mit drin ist, ist ein helles Goldbraun, was wahrscheinlich die Lowlight-Farbe ist, die ihr hier seht. Der Unterschied zum Shaded Biscuit, ich werde euch noch Bilder einblenden, ist, dass Shaded Biscuit zumindest bei der Upstage nicht so auffällige Lowlights hat wie das Milkshake Blonde R. Ihr seht hier mehr von diesen einzelnen, ich sage jetzt mal, karamellfarbenen Strähnchen, und ich gehe mal davon aus, das ist die 12, dieses helle Goldbraun. Die 19 ist ein helles Sandblond, die 23 ein helles Aschblond, was dem Ganzen einen neutralen Ton gibt. Es ist weder kühl noch warm, eher neutral und hat so ein bisschen von beiden. Und natürlich ist hier auch noch ein Platinblond im Einsatz als Highlightfarbe, das Beltress auch nicht angibt. Ich tippe wie immer auf die 101. Und alles in allem ist es, wie gesagt, ein sehr dimensionales Blond mit vielen Highlights und Lowlights. Und die Ansatzfarbe, die Root, ist in dem Fall auch wieder eine 8. Und das ist ein helles Kastanienbraun, wie auch schon zum Beispiel beim Butterbeer Blond, Tress Latches Blond, Root Beer Float Blond von Beltress oder eben auch Shaded Biscuit von Ruckel Welsh. Alles in allem eine absolut traumhaft schöne Farbe und ja, wenn man sie nicht nebeneinander stellt, würde kein Mensch merken, dass das nicht auch das gleiche Shaded Biscuit ist, das Ruckel Welsh verwendet. Es ist auf jeden Fall genau meine Farbe. So, das war's auch schon wieder mit meiner Vorstellung der Santa Barbara. Ich hoffe, sie ist hilfreich und hat euch gefallen. Falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert doch bitte unbedingt noch meinen Kanal, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und es gibt immer jeden Freitag ein neues, manchmal auch noch unter der Woche ein anderes. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren und ich werde euch gerne antworten. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es geht euch gut, bleibt gesund und bis bald wieder. Tschüss! Und ich würde mal sagen, die Santa Barbara, ich musste gerade überlegen, Santa Monica gibt es nämlich auch noch und diverse andere Santas. Er ist nicht so lichtendlich, nicht so dicht, wollte ich sagen. Super toll gekrönt, nicht. Und das werdet ihr auch noch gleich sehen. Ach, das sage ich euch gleich, wenn ich euch die Kappe von innen zeige. Ja, wenn euch auch ein Modell aus der neuen Luxe Collection interessiert, dann schaut euch vielleicht noch dieses Video hier an. Oder vielleicht gefällt euch ja auch die Upstage von Ruckel Welsh, die sehr ähnlich ist. Dann schaut sie euch hier an. Oder ihr schaut euch einfach beides an.